Keine Sorge, das wird nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo. Über die letzten Feiertage habe ich festgestellt, dass YouTube aus mehr besteht, als aus Videos von süßen Katzen, Kleinkindern, Aufzeichnungen der Heute-Show und so weiter. YouTube ist ja eine richtig geile Community von Leuten, die gern Videos machen. Jetzt habe ich selber auch immer schon gern Videos gemacht. Das waren normalerweise solche Videos, wo man mit dem Camcorder in der Hand irgendwo durch die Gegend gelaufen ist, Wandertouren, Zoobesuche oder Freunde, die mal ein Konzert gegeben haben. Aber so richtig Videos machen, kann man das eigentlich fast noch gar nicht nennen. Klar, ich habe für meinen Bruder und andere Leute irgendwelche Hochzeitsvideos geschnitten und lauter solchen Quatsch gemacht. Das hat alles immer wahnsinnig Spaß gemacht und die Technik war faszinierend. Aber irgendwelche Videos zu drehen, die dann andere Leute sehen können, das ist schon der Hammer. Deswegen habe ich beschlossen, das will ich jetzt auch machen. Im Moment experimentiere ich gerade noch viel rum. Ich habe vor Urzeiten mal diesen Kanal bei YouTube angelegt, um einzelne Videos hochzuladen. Den will ich jetzt nutzen, um eben mehr Videos zu machen. Also ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, dass ich euch über die nächste Zeit mit unterschiedlichsten Videos einfach zuballern werde. Vom Themenbereich kann das alles sein. Das werden Vlogs sein, wo ich einfach über Dinge quatsch, die ich gerade loswerden will. Das können aber sicherlich auch mal Videoantworten an andere YouTuber werden. Das werden sicherlich aber auch technische Spielereien sein mit meiner neuen Kamera oder dem Equipment. Ich hoffe auf den Ton, dass ich da demnächst noch einige Experimente mache, weil nur mit dem Kameraton, so wie das jetzt gerade klingt, gefällt mir das noch überhaupt nicht. Auf der anderen Seite will ich aber natürlich YouTube als Plattform auch noch besser kennenlernen. Da gibt es für den Videomacher wohl noch viele Möglichkeiten, die so dem normalen Zuschauer erstmal verborgen bleiben. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Auf der anderen Seite will ich das natürlich auch nutzen für meinen Gaming-Blog Gaming Android. Da habe ich den ganz festen Entschluss gefasst, Reviews in Videoform auf YouTube hochzuladen. Und ich glaube auch, dass das Thema Video für meinen Rock Rebel Blog der entscheidende Punkt sein wird. Zumindest was mich angeht, um das Teil jetzt mal wieder ins Laufen zu bringen. Zwischendurch will ich euch aber natürlich auch nicht mit Katzenvideos verschonen. Er hier freut sich schon ganz besonders. Endlich mal wieder Fernsehstar. Na, solange du gekrault wirst, ist alles gut. Ja. Aber ich bin schon mal gespannt, was mich da so alles erwartet. Und was das so alles auf mich zukommt bei dieser großen Welt YouTube. Das wird sicherlich eine coole Erfahrung. Ich will euch jetzt aber noch gar nicht versprechen, wie häufig Videos von mir kommen. Dazu gehört nämlich entsprechend auch noch ein bisschen Erfahrung, was die Abläufe rund um YouTube angeht, die ich jetzt natürlich dann erst noch sammeln muss. Vielleicht werden meine Videos auch unglaublich langweilig. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht wissen. Und warten wir einfach mal ab, was passiert. Kritik zu meinen Videos ist mir natürlich jederzeit willkommen. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt ist ein Katzenschwanz im Bild. Super!